So, meine lieben Freunde, ich freue mich, dass ich euch wieder begrüßen darf heute Abend. Einige haben sich schon eingeschaltet, andere werden noch dazukommen. Eine Woche ist wieder dahin und wir haben heute wieder ein Thema, das wir miteinander durchgehen wollten. Ich bin froh über diese Gelegenheit, die wir auf diesem Weg haben. Und wir wollen sie auch nützen. Ich hoffe, wir haben heute mit der Technik etwas mehr Glück als das letzte Mal. Aber wir lassen uns nicht entmutigen. Und wir schauen, dass wir das Beste aus dem machen können, was uns zur Verfügung steht. Ihr habt das Thema gesehen, angekündigt. Die Warum-Frage in Wissenschaft, Religion und Bibel. Es wird an diesem Abend um ein Thema gehen, das direkt anschließt an das letzte Thema. Und ich hoffe, dass ihr trotz dieser Panne das letzte Mal die Möglichkeit wahrgenommen habt, dieses vorherige Thema euch anzuhören. Denn wir werden auf diesem Thema aufbauen heute. Und einfach nahtlos an diesem Thema fortsetzen. Es geht um diese Warum-Frage. In der Theologie ist es ein Begriff, der Theodizee genannt wird. Das heißt, es geht hier um die Frage der Gerechtigkeit Gottes in einem Universum, das eben nicht nur Gerechtes, sondern auch viel Ungerechtes erfahren lässt und erleben lässt. Und letztendlich vor allen Dingen, wie ein Gott, der von sich sagt, er sei gerecht und den man als gerecht auch anerkennt als Christ, wie wir das alles einordnen können, was in diesem Universum geschieht. Es geht in diesem Thema um das Rätsel über die Ursache von Leiden, Tod und Zerstörung in unserem gesamten Weltall, aber natürlich auch in unserer menschlichen Gesellschaft, in unserem menschlichen Dasein und in allem, was das Leben eigentlich in dieser Welt ausmacht. Ich habe mir eine Frage noch dazu notiert als Titel, um euch den Rahmen dieses Themas etwas damit abzustecken. Es geht um die Frage, was oder wer ist schuld an den katastrophalen und leidvollen Entwicklungen in unserem ganzen Kosmos, auf unserer Erde, auf diesem Planeten Erde, auf dem wir leben, in der Natur, das Sterben, das Geborenwerden, in der Kreatur, das Fressen und das Gefressenwerden. Was oder wer ist schuld an diesem ganzen Prozess? Wir haben in unserem letzten Thema schon diesen Gedanken begonnen nachzudenken unter diesem Titel Intelligent Design und die Existenz des Bösen. Und wir haben auch dort schon diese Frage gestellt, warum gibt es so viel sinnloses Leiden? Und hier vielleicht einmal mit der Betonung von sinnloses Leiden, weil er für den Durchschnittsmenschen und auch für den wissenschaftlichen Betrachter in diesem ganzen Leiden, in diesem Sterben und in diesem ganzen Prozess der Zerstörung im Weltall und auch in unserem Leben oft sehr wenig Sinn erkannt wird. Und mit dieser Sinnfrage haben sich ja nicht nur hat sich nicht nur die Religion zu beschäftigen oder die Religionen, denn jede Religion stellt sich diese Frage und muss sich eigentlich diesen Fragen der Bedeutung des Leides, des Bösen irgendwo stellen. Aber wir haben das letzte Mal schon bemerkt, dass die Wissenschaft diese Frage nach dem Warum und nach diesen ganzen Problemen in diesem Universum eigentlich nicht nur der Religion überlassen kann, sondern dass ja die Wissenschaft selber auch nach Antworten sucht und nach Erklärungen sucht, wie man das irgendwo in das Denken des Menschen hineinbekommen kann.
Das heißt, auch die religiöse Wissenschaft, und es gibt ja auch nicht nur atheistische Wissenschaft, es gibt ja auch genügend Wissenschaftler, die absolut religiös sind. Und wenn wir es weltweit betrachten, dann haben wir in allen Kulturen, in allen Religionen wissenschaftlich arbeitende Menschen. Und ich denke, dass es nicht übertrieben ist, wenn ich sage und wenn ich das einmal behaupte, dass es sicherlich in weltweit gesehen sicherlich mehr religiös orientierte, wissenschaftlich arbeitende und denkende Menschen gibt als nicht religiöse. Der Atheismus ist bei uns im Westen sehr groß, aber wir sind ja eigentlich in unserem westlichen Christentum nicht unbedingt die Mehrzahl der Menschen, die auch wissenschaftlich denken und sich diese Fragen natürlich auch stellen. Das heißt, auch wissenschaftlich denkende Menschen müssen ja irgendwo mit dieser Frage des Todes, des Sterbens, des Leides und der Ungerechtigkeit in diesem ganzen Kosmos irgendwo umgehen. Und man kann grundsätzlich sagen, dass eigentlich kein vernünftiger Mensch, kein Mensch, der vernünftig nachdenkt und der seinem Leben auch einen vernünftigen Sinn geben möchte, an dieser Frage irgendwie einfach vorübergehen kann. Die Frage ist dann nur, wie wird diese Frage beantwortet, diese Warum-Frage? Wird sie aus menschlicher Weisheit beantwortet oder wird sie aus göttlicher Weisheit beantwortet? Und wenn ich sage göttlicher Weisheit, dann werden wir natürlich als Christen von unserem Gottesbild aus, von unserem Gottesverständnis heraus versuchen, eine Antwort zu geben. Aber andere Religionen werden von ihrer Seite, von ihrem Gottesbild aus versuchen, diese Frage zu erklären. Und wir werden heute sicher nicht alle diese Bereiche irgendwie ansprechen können, aber andeutungsweise wird das so sein, und ich werde mich in einem nächsten Thema dann, werden wir uns etwas näher mit den verschiedenen Sündenfallgeschichten also auseinandersetzen, denn letztendlich werden wir nicht umhin können, dass diese Frage des Bösen, die Frage des Warums, diese Warum-Frage, nicht ohne diese Problematik des Sündenfalls behandeln können. Und wenn man sich etwas in den Religionen umschaut, und jeder von euch kann das für sich machen, einmal hineinzuschauen, was gibt es denn hier für Erklärungen über diese Frage des Bösen, der Existenz des Bösen und all diese zusammenhängenden Fragen in den verschiedenen Religionen. Und wir werden staunen. Ich habe mich in den letzten Jahren etwas intensiver damit beschäftigt, was man in anderen Religionen darüber hören kann. Denn wir müssen grundsätzlich davon ausgehen, dass wir hier einem Bereich begegnen, an dem keine Religion vorübergehen kann. Und da die Welt, in der wir leben, immer noch unheilbar religiös ist, muss es auch in allen Kulturen und in allen Religionen Erklärungen über diese Frage geben. Und denen wollen wir etwas auf die Spur gehen. Es geht hier nicht nur um die Frage der Existenz des Bösen. Natürlich ist diese Frage auch immer gekoppelt mit der Existenz Gottes. Und damit Gut und Böse in einem Kampf, in dem wir uns befinden. Und die Frage wird sein, wo finden wir die richtige Antwort? Wir haben es zur Aufgabe gemacht, dass wir nicht irgendeine menschliche Antwort geben wollen, sondern wir wollen eine Antwort aus der Bibel geben. Das ist unser Anliegen. Und bevor wir auch dieses Thema fortsetzen und diese biblische Antwort suchen, wollen wir Gott um Weisheit bitten, dass er uns auch heute an diesem Abend lenkt in unserem Thema. Darf ich euch einladen zum Gebet? Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir wieder herzlich Danke sagen für diese Zeit, die du uns heute wieder schenkst, für die Möglichkeit, hier gemeinsam über dein Wort nachzudenken, über deinen Plan, über diese Welt, in der wir leben, die gezeichnet ist von Not, von Elend, von Ungerechtigkeit, von Zerstörung, von Katastrophen.
Und doch bist du der Herr hinter allem. Du hältst die Geschicke in deiner Hand. Du hast uns in deinem Wort Antworten gegeben auf Fragen, die Menschen sich auch heute stellen und die notwendig sind, die auch etwas mit dem Sinn unseres Daseins zu tun haben. Wir wollen dich bitten, dass du uns durch dieses Thema jetzt führst, unsere Gedanken lenkst und alle Störende fernhältst und uns auf die richtigen Zusammenhänge hinführst. Wir danken dir für die Möglichkeit und ich danke dir für alle, die diese Sendung hören und dabei sein können und auch später sie hören werden. Hab Lob und Dank in Jesu Namen. Amen. Gut, ich werde damit beginnen, dass wir uns die Frage stellen, welche Erklärung finden wir auf diese Warum-Frage aus der herkömmlichen wissenschaftlichen Idee und vielleicht auch aus der Wissenschaft, die nicht unbedingt Gott mit einbezieht. Evolutionistische Lehre ist leider ein Bereich, der vielfach auch atheistisch orientiert ist und Gott eigentlich ausschaltet aus dem gesamten Modell. Und trotzdem, wie schon vorhin angedeutet, braucht ja auch die Wissenschaft eine Erklärung, wie man mit diesem Problem des Guten und Bösen in dieser Welt, und vor allen Dingen in der Natur, denn dort begegnen wir diesen Kampf zwischen Gut und Böse am meisten, wie wir das letzte Mal schon einiges darüber uns angeschaut haben. Ich habe mir hier sieben Punkte notiert, sieben verschiedene Punkte die als Erklärung von einer atheistischen Wissenschaft gegeben wird in der Frage, warum dieser Kampf zwischen Gut und Böse. Ein erster Gedanke, den wir uns bewusst machen wollen, ist der, dass für atheistische Wissenschaftler und atheistische denkende Menschen prinzipiell, das ist ob Wissenschaftler oder Nichtwissenschaftler, wohl ähnlich und gleich, dass man sagt, Gutes und Böses ist lediglich eine Frage der persönlichen Sichtweise. Wir wissen, dass wir heute in einer Welt leben, wo manche Menschen etwas für gut finden, was andere nicht für gut finden. Und das ist nicht nur im Verhalten von Menschen so, sondern das ist auch im Verhalten von Tieren, in dem, was sich in der Natur abspielt, wo der eine das interessant findet, gut findet und der andere das böse findet. Also kommt man irgendwo zu dem Schluss grundsätzlich, diese Unterteilung in Gut und Böse, sollte man nicht so schwarz-weiß malen, sondern irgendwo ist das immer eine Frage der persönlichen Sichtweise. Der nächste Punkt wäre, dass man sagt, es gibt eigentlich nichts Böses, in dem auch nicht etwas Gutes zu finden ist. Und das ist ein Prinzip, das man selbst als Christ auch annehmen kann und durchaus diesem Prinzip etwas abgewinnen kann, dass es auch von der Bibel her so gedeutet werden kann, dass es in der Welt, in diesem Universum, in der Natur und auch unter Menschen kaum etwas Böses gibt, in dem nicht doch auch irgendwo etwas Gutes zu finden wäre, wenn man nur lange genug vielleicht sucht. Ja, das ist ein zweiter Punkt, wie auch der atheistische Mensch damit umgeht. Ein dritter Punkt, dass man sagt, Leiden, Tod und Zerstörung im Weltall, ganz allgemein, waren und sind der Weg der Entwicklung aus dem Chaos zur Perfektion. Das heißt, die Wissenschaft, die evolutionistische Wissenschaft, geht ja davon aus, dass wir nicht von einem vollkommenen Universum kommen, von einer ursprünglich vollkommenen Gegebenheit in diesem Universum, sondern dass es mit einem Chaos begonnen hat. Und alles, was sich seither an Zerstörung, an Tod aus diesem Chaos und immer noch entwickelt hat, dient eigentlich dazu, dass es eben zu einer Perfektion hinführt und dass es ein ständiges Werden, eine ständige Entwicklung zu immer höheren Lebensformen gibt.
Also gehört in dem Fall das Chaos, die Zerstörung irgendwo einfach dort hinein. Ja? Nichts Außergewöhnliches, nichts Übernatürliches, das da dahinter stehen muss. Ein vierter Punkt, dass man sagt, die Natur hilft sich selbst im Kampf des Überlebens. Das heißt, wenn wir hier fressen und gefressen werden sehen, Zerstörung sehen und dann wieder irgendwo neu beginnen und wieder fängt ein gewisses Wachstum an, eine gewisse Entwicklung, dann ist das immer ein Hinweis, die Natur findet sich schon zurecht. Natur findet immer einen Weg, dass sie irgendwo aus der Zerstörung doch wieder zu neuem Leben kommt. Das ist das, was man immer wieder hört. Also das heißt, die Kraft ist in der Natur zum Leben, zum Überleben. Es braucht, und das wäre der fünfte Punkt, es braucht keinen lenkenden Gott oder einen Geist, einen intelligenten Geist in diesem Universum. Für atheistische Wissenschaftler hat Intelligenz in der Schöpfung, Intelligenz in den Entwicklungen des Universums und der Natur einfach keinen Platz. Dazu kommt dann der sechste Punkt, dass man grundsätzlich davon ausgeht, dass man sagt, es gibt weder das Gute noch das Böse als Person. Denn als Christen, vor allen Dingen im christlichen Glauben, aber da sind wir auch in Übereinstimmung mit dem islamischen Glauben, mit dem jüdischen Glauben, vor allem diese drei monotheistischen Religionen, gehen ja doch grundsätzlich von einem persönlichen Gottesbild aus. Das heißt, dass Gott nicht nur eine Kraft ist, eine Energie, wie das in östlichen Religionen dargestellt wird, sondern dass Gott sehr wohl eine Person ist. Ja? Aber wenn Gott eine Person ist, die das Gute verkörpert, dann gehen wir als Christen natürlich auch davon aus, dass das Böse ebenfalls einen Ursprung hat und dem Gegenspieler Gottes, vom Teufel oder Satan, personifiziert dargestellt wird und hinter ihm, also die Person Satans hinter dem Bösen steht. Und das wird natürlich in herkömmlicher Wissenschaft, in traditioneller Wissenschaft völlig geleugnet. Ja? Es gibt weder Gutes noch Böses als Person. Siebtens, das wäre der letzte Punkt, Gott oder der Teufel sind in dem Fall eine reine Erfindung von Menschen. Man muss ja sogar so weit gehen, und das sage ich jetzt sicher nichts Neues, dass ja aus der atheistischen Wissenschaft, aus der evolutionistisch-atheistischen Wissenschaft, die Religion als solches grundsätzlich ja eine Erfindung von Menschen ist. Intelligente Menschen, der Mensch, der sich da aus dem Neandertaler herauf entwickelt hat, zu einem intelligenten Mensch, irgendwo kamen da dann Menschen drauf, dass sie da irgendwo seine Religion schaffen, sich Götter schaffen, die sie dann verehren, vor denen sie sich beugen und vor denen sie sich dann auch fürchten. Und natürlich auch Teufeln und Geister, Dämonen, nicht, die man sich dann irgendwo geschaffen hat. Das ist eine weit verbreitete Idee, die vor allen Dingen im christlichen Abendland, also und dann damit auch in der christlichen Wissenschaft sehr weit verbreitet ist, dass Gott, Teufel und die Religion ganz allgemein eigentlich eine Erfindung von Menschen ist und nicht einer Realität entspricht, die da dahinter steht. Das soll uns grundsätzlich bewusst sein, dass wir besonders in unserem westlichen Abendland in so einer Welt leben. Solche Vorstellungen werden wir in anderen Religionen, im Islam zum Beispiel oder im Judentum schon gar nicht finden, aber eine gewisse Ähnlichkeit zu dem, was ich jetzt hier wissenschaftlich dargestellt habe, also diese sieben Punkte, die kann man auch in gewisser Weise in den fernöstlichen Religionen finden. Denn auch dort ist ja eigentlich die Entwicklungsidee schon längst mit der Religion verbunden. Der Buddhismus, der Hinduismus als die älteste Religion, die wir kennen, die heute noch existiert von den alten Religionen, ist ja eigentlich der Hinduismus. Und der Hinduismus ist ja aufgespalten auch in sehr viele einzelne Religionen, wie auch der Buddhismus. Aber soweit man da zurückgehen kann in die Urschriften dieser Religionen, ist es so,
dass eigentlich die Idee der Entwicklungslehre sehr stark in diesen Religionen drinnen ist, schon immer, dass sich das Universum von selbst entwickelt hat, dass natürlich, dass hinter dem Ganzen eine intelligente Energie ist, das wird also schon von vielen geglaubt. Ja? Das letzte Mal haben wir die Antwort der Kirche uns angeschaut etwas, ich habe da doch ein sehr umfangreiches Thema gestaltet über die Sichtweise der Kirche, die besonders Kardinal Schönborn in seinen Reden vertreten hat. Und er hat ja hier die Kirche vertritt er hier wieder ein ganz eigenes Weltbild. Auf der einen Seite die wissenschaftliche Evolutionsentwicklung, die dahinter steckt. Aber auf der anderen Seite doch auch irgendwo wird da Gott mit einbezogen in dieses Weltbild der Wissenschaft. Und wir sprechen hier in dem Sinn von einem theistischen Weltbild, ja, das aus einem Gemisch von Glaube, von Bibel und Evolution darstellt. Und wir haben das letzte Mal hier gesehen, wie Kardinal Schönborn zum Beispiel in diesem Thema und auf diese Frage, warum gibt es diese kosmischen irdischen Katastrophen, warum so viel Grausamkeit, Leiden und Sterben in der Kreatur, die ganzen Katastrophen in der ganzen physischen Welt. Wir haben da einige Antworten von ihm gehört. Ich möchte das jetzt noch einmal etwas wiederholen, damit wir uns das in Erinnerung rufen, wie man hier versucht, von beiden Seiten her, auf der einen Seite von Religion und Wissenschaft, da einen Balanceakt zu machen, um auf diese Warum-Frage zu antworten. Ihr erinnert euch, wurde die Frage gestellt, warum hat Gott nicht eine perfekte Welt geschaffen, die nichts Böses enthält? Das ist ja auch eine Frage, die wir uns vielleicht selber stellen und selbst jeder Christ könnte sich diese Frage stellen und das ist ja auch ein Christ, der das hier gestellt hat. Muss Gott, eine Frage, die in dieser Rede von Kardinal Schönborn zu finden war, muss Gott, wenn er etwas schafft, es vollkommen und perfekt und ohne irgendeinen Defekt schaffen, muss er das. Und ihr erinnert euch, dass er hier auch zum Ausdruck gebracht hat, dass es eigentlich ein großes Missverständnis unter den Kreationisten und auch unter diesen Intelligent Designern ist, wenn man der Meinung ist, dass der göttliche Ingenieur, so hat er es zum Ausdruck gebracht, unbedingt perfekt ist. Und nur perfekte Maschinen schaffen kann oder schaffen müsste. Und er hat dann hier diese Aussage gemacht, ich möchte sie ganz bewusst wiederholen, das uns bewusst zu machen, Gott ist nicht ein Uhrmacher, kein Erbauer von Maschinen, er ist der Schöpfer von Kreaturen und der Natur. Die Welt ist nicht ein fertiges Uhrwerk, nicht eine gewaltige Maschine, auch kein Megacomputer, sondern eine Republik der Naturen, so wurde es genannt, in der sich alles in fortwährender Entwicklung hin zum Vollkommenen befindet. Und das ist eine sehr starke Aussage, wenn man bedenkt, dass sie von einem geistlichen Führer kommt und von einer Kirche kommt, die eigentlich das Anliegen hatte, doch auch Gott als den Schöpfer der Menschen darzustellen und die ja auch sich auf die Bibel beruft und die Bibel ebenfalls als Grundlage des Glaubens irgendwo verwendet. Aber ein Weltbild, das sagt, dass die Welt in einer Entwicklung sich befindet, zum Vollkommenen hin. Das kommt mir so in etwa vor, wie wenn ich irgendwo eine Ruine finden würde, die am Verfallen ist und wo man weiß, diese Ruine war mal ein herrliches Schloss, eine herrliche Burg.
ist aber dabei zu verfalten. Und ich würde dann behaupten oder man würde dann sagen, nein, nein, das sehen Sie jetzt falsch. Diese Ruine ist jetzt nicht im Verfallen, sondern sie ist eigentlich im Entstehen, hin zu einem Entwicklungsprozess, sie ist hin zu einem vollkommenen Gebäude und das aus reinem Zufall. Ich denke, dass niemand einen seinen Gedanken verfolgen wird können oder folgen wird können. Aber so müsste man das eigentlich übertragen, wenn man, auf die Natur, wenn man diese Idee irgendwo vertritt. Ich habe auch aus dem katholischen Weltkatechismus zitiert, wo ja auch diese Frage gestellt wird: Warum aber hat Gott nicht eine so vollkommene Welt erschaffen, dass darin nichts Böses geben könnte? In einer seiner unendlichen Macht könnte Gott stets etwas Besseres schaffen. Ja, das, glaube ich, ist immer möglich. Doch der Katechismus sagt hier, in seiner unendlichen Weisheit und Güte, jedoch wollte Gott aus freiem Entschluss eine Welt erschaffen, die auf dem Weg zu ihrer letzten Vollkommenheit ist. Über diese Aussage habe ich auch nachher noch nachgedacht, ja, dass man hier von einem Gottesbild ausgeht, der entschlossen hat am Anfang, als er dieses Universum geschaffen hat, nicht eine vollkommene Welt zu schaffen, sondern sie auf einen Weg zu schicken und hinzuschaffen, die zur Vollkommenheit hinführt. Das würde bedeuten, also unterm Strich, wenn man das interpretiert, würde es heißen, dass alles Chaos, das Leiden und der Tod in der physischen Schöpfung von Gott so gewollt war, von Anfang an schon so gewollt, geschaffen und geplant wurde. Solange die Schöpfung, so heißt es hier weiter im Katechismus, solange die Schöpfung noch nicht zur Vollendung gelangt ist, gibt es mit dem physischen Guten folglich auch das physische Übel. Und das ist hier ein Gedanke, der Bibel natürlich völlig fremd ist. Natürlich in der Zeit, in der wir jetzt leben, das heißt, wenn wir die Welt mit den Augen anschauen, wie sie jetzt ist, dann stimmt der Satz, dass es mit dem physischen Guten auch immer ein physisches Übel mit einhergeht. Man meint hier speziell in Bezug auf das, was wir in der Natur finden, was im Kosmos sich abspielt, ja, die herrliche Sternenwelt, die wunderbare Ordnung wie eine Uhr, das Ganze, wie es da oben läuft, ein wunderbarer Sternenhimmel, wenn man in der Nacht beobachtet, der Mond, die Sonne, die Umlaufbahnen und so weiter. Wenn man sich da wirklich hinauswagt mit den großen Fernrohren, ist ja ein herrliches Bild, was man da heute zu sehen bekommt. Ja. Da haben wir das physische Gute, aber wenn wir dann von so Supernovas hören, von Meteoriten, die aufeinander einschlagen, dann haben wir dort wieder das physische Übel. Und dasselbe hier auf dieser Erde, da haben wir wunderschöne Landschaften, wunderschöne Meere, wunderschöne Gebirge. Und dann wunderschönes Wetter und dann kommen Stürme und Erdbeben, Katastrophen, Vulkane und so weiter. Und dann haben wir wieder dieses physische Übel. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das eben von Grund her schon so war, weil es Gott so geschaffen hat, das würde dann bedeuten, dass da eigentlich für eine Erklärung des Bösen und dieser Zerstörung von einem Sündenfall geschehen her, wie es die Bibel sagt, eigentlich kein Platz mehr dabei ist. Das Interessante dabei ist aber, dass ich habe mir den Katechismus hier, diesen Weltkatechismus, auch diesbezüglich näher angeschaut und habe dann logischerweise entdeckt, und das könnt ihr machen, auf der Seite 130 in diesem Katechismus, in dem katholischen Katechismus, habt ihr eine große Überschrift unter Absatz 7, der Sündenfall. Und wenn ihr diese Abschnitte hier lest, werdet ihr merken, auch in der Kirche bezieht man sich hier ganz klar auf den Sündenfall, so wie er in der Bibel beschrieben wird, wie er im Garten Eden beschrieben wird.
Es sind ganz gleiche Erklärungen und ich werde dann später vielleicht ein paar der Texte darüber lesen. Es wird hier unter Paragraph 390 gesagt, der Bericht vom Sündenfall verwendet eine bildhafte Sprache, beschreibt jedoch ein Urereignis, das zu Beginn der Geschichte des Menschen stattgefunden hat. Also da ist schon ein Hinweis, dass es hier eine bildhafte Sprache ist, in der dieser Sündenfall in der Bibel geschrieben wird. Und das lässt natürlich dann später alle möglichen Deutungen zu. Aber als ich das gelesen habe, was hier alles über den Sündenfall drinnen steht, dann habe ich mir die Frage gestellt, wie ist es möglich, dass man dann gleichzeitig ein Weltbild entwerfen kann, in der das Böse, das Sterben, die Zerstörung schon längst vor dieser Geschichte des Sündenfalls, wo der Mensch bewusst gegen Gott rebelliert und bewusst gegen Gott ungehorsam ist, dass der Tod und das Sterben schon längst vorher existiert hat. Und das ist eine Frage, die hier, wo ich natürlich dem Ganzen nachgegangen bin und ich werde im Laufe der Themen, wie wir sie weiter verfolgen werden, auch immer wieder darauf aufmerksam machen, wie eben auch in anderen Religionen, in anderen Kirchen und christlichen Gemeinschaften diese Frage nach dem Sündenfall, nach dem Bösen erklärt wird. Das letzte Mal haben wir gesehen, dass diese Idee vertreten worden ist in dieser Rede von Kardinal Schönborn. Gott schafft praktisch, benutzt das Chaos, er benutzt Vulkanausbrüche, Erdbeben, Eiszeiten, Hitzezeiten, nicht? Und Orkane, Tsunamis und andere Katastrophen zu Wasser und zu Land und in der Luft, Meteoriten, Supernovas, nicht? Die sich gegenseitig zerschlagen, als dass Gott durch diese Dinge eigentlich Leben schafft und das Ganze hin zur Vollkommenheit führt. Und es scheint so, wenn man das so betrachtet, dass es dem Teufel wirklich gelungen ist, scheinbar sogar bibelgläubige Menschen dahin zu führen, dass letztendlich nicht der Teufel schuld ist an all diesem Chaos und die Sünde schuld ist an diesem Chaos, sondern letztendlich Gott selbst, der es so in die Natur hineingelegt hat und es geschaffen hat. Ich denke, hier ist es wichtig, dass wir die Bibel aufschlagen und dann fragen, ja, was ist dann mit der Sündenfallgeschichte gemeint? Und ich habe aus diesem Katechismus auch für mich erkannt, dass man hier zu einer interessanten Deutung kommt. Dass man schlussendlich dorthin kommt, dass man sagt, die Geschichte der Bibel von der Schöpfung und vom Sündenfall, besonders die Geschichte vom Sündenfall, ist eine Geschichte, die nur den geistigen Bereich betrifft, den geistlichen Bereich, wo es einen Sündenfall gegeben hat. Aber dieser Sündenfall ist nicht schuld an den physischen negativen Dingen, an den physischen Zerstörungen, an physischen Leid und Tod, von dem wir gesprochen haben. Denn das würde von Anfang an schon so existieren. Ich möchte mit euch jetzt einfach ein paar Texte in diesem Thema uns in Erinnerung rufen, wo wir von der Bibel ausgehen. Am ersten Blatt der Bibel begegnet uns ein Gott, der alles in vollkommener Ordnung durch sein Wort geschaffen hat. Und so spricht, so geschieht's. So haben wir das im Psalm 33 gelesen. Und hier am Schluss dieses Kapitels, in Kapitel 1, 1. Mose 1, da heißt es, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da war nichts Böses drinnen, obwohl man das versucht, da trotzdem dann irgendwo da hineinzulegen. Wenn wir an einen Gott glauben und der Gott, den wir in der Bibel haben, das ist ein Gott, der nichts Böses schafft. Und wir haben ja auch das letzte Mal schon diesen Text gelesen, den wir in 5. Mose 32 finden,
Und ich möchte euch einladen, dass wir diesen Text hier noch einmal zitieren und in Erinnerung rufen. Hier ist von Gott die Rede als einen Felsen. Seine Werke sind vollkommen, sagt dieser Text. Denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Und das zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel hindurch. Das ist ein Wort, das Moses von Gott gesagt hat, ein Mann, der die größte Nähe Gottes erlebt hat am Berg Sinai. Und ich denke, dass dieser Mose und auch alle anderen Propheten, die wir in der Bibel haben, immer wieder zu demselben Schluss gekommen sind, dass dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, es alles von Anfang an in Vollkommenheit geschaffen hat und nichts Böses in ihm übrig gelassen hat. Im Psalm 139 haben wir einen Text, den wir auch finden können, wo es heißt, wo ein Psalmschreiber, es war David, der diesen Psalm geschrieben hat, er sagt, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, auch ich als Mensch wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Das ist ein Mann, der natürlich sich auch bewusst war, dass es in der Natur auch vieles nicht Gutes mehr gibt. Aber er wusste auch, dass das nicht das ist, was Gott ursprünglich geschaffen hat. Das hat eine Veränderung erfahren. Und es ist offensichtlich dem Gegenspieler Gottes gelungen, selbst Christen dahin zu führen, dass Gott schon von Anfang an die Dinge nicht wirklich ganz gut geschaffen hat. Denn sonst würde es das nicht geben, was wir heute so haben. Aber da begegnen wir eben dem Wesen, das von dem Jesus gesagt hat, in Johannes Kapitel 44, in Johannes Kapitel 8, Vers 44, ein sehr treffendes Wort, das Jesus damals nicht Atheisten gegenüber gesagt hat und nicht irgendwelchen atheistischen Wissenschaftlern, die so und so vielleicht an Gott gar nicht glauben in dem Sinn, sondern das hat Jesus damals Menschen gesagt, die religiöse Führer waren. Und man muss sich fragen, wie viele religiöse Führer, auf wie viele religiöse Führer würde das heute auch zutreffen, wenn sie ganz andere Dinge über Entstehungsgeschichte, über das Woher, das Wohin und Wozu in dieser Welt lehren und das ihr Wissen weitergeben. Damals zu diesen Juden hat Jesus gesagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Ein sehr hartes Wort. Nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Und jetzt sagt Jesus hier, der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Und wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater der Lüge. Wenn Jesus hier Satan als Person anspricht, dann glaube ich, dass wir als Nachfolger Jesu, als Christen, die wir Jesus als unseren Herrn und Heiland verstehen, dass wir in guter Gesellschaft sind, wenn wir dann auch hier dieses Wesen, das Jesus hier als Mörder nennt, ein Mörder, der von Anfang an dafür verantwortlich ist, dass es den Tod und die Zerstörung gegeben hat. Natürlich ist es auch wichtig, dass wir nicht Satan und den Teufel für alle Übel verantwortlich machen, die es in dieser Welt gibt und für die Menschen letztendlich auch, der Mensch hat ja letztendlich auch eine Verantwortung und ich denke, es ist oft, Christen machen sich das oft zu leicht, für alle Übel, die es in dieser Welt gibt, den Teufel verantwortlich zu machen. Denn man muss fragen, wie viele Teufel gibt es denn heute schon, auch unter Menschen. Es ist ja unglaublich, wenn man heute so in die Medien hineinschaut und die Zeitungen liest, ja, tagtäglich erfahren wir von Schreckensnachrichten, von
Brutalitäten und Grausamkeiten, die in menschlichen Gehirnen zustande kommen, wo man sich fragt, ist so etwas möglich, dass Menschen zu etwas fähig sind? Und doch steckt ja hinter allem auch eine verführerische Macht. Menschen lassen sich von diesem Vater der Lüge auch immer wieder in verkehrte Denkrichtungen führen. Und ich glaube, das, was Jesus hier von diesem Vater der Lüge sagt, das sollten wir beachten und das wird wohl seine Wahrheit haben. Er hat also hier den bei Namen genannt, der letztendlich für das ganze Chaos in diesem Universum zuständig war. Und offensichtlich gab es auch schon zur Zeit Jesu und die auch in vorchristlicher Zeit, wenn wir in die griechische Philosophie hineingehen und in die verschiedenen religiösen Philosophien, dann werden wir merken, diese Idee, dass nicht der Teufel als Person schuld ist an einer Deformation und an einer Zerstörung der Schöpfung, das geht ja schon sehr weit zurück. Wir haben vorhin den Hinduismus genannt, der kennt keine Person als Verantwortliche, sondern hier wird in diesen fernöstlichen Religionen mit Yin und Yang argumentiert, dass man sagt, zum Bösen gehört einfach das Gute, man kann das Böse eigentlich nicht böse heißen, weil ohne das Böse könnte das Gute nicht gut sein. Nicht mit diesem Bild von Licht und Schatten, wo Licht, da ist auch Schatten, das gehört einfach dazu. Positiv und negativ, nicht? Die gehören dazu, weil ja nur aus einem Positiv und Negativ Zusammenschluss Licht entstehen kann. Also diese Ideen, dass hier nicht eine geistliche Person als Urheber des Bösen ist, ist eigentlich schon sehr alt. Also es musste nicht erst eine atheistische Wissenschaft erfunden werden, die das proklamiert, sondern eigentlich kam das schon sehr interessanterweise aus den Religionen des Altertums. Und wenn wir dann in die griechische Philosophie hineingehen, wo ja diese ganze Entwicklungstheorie genauso schon existiert hat, begegnen wir wiederum einem religiösen System. Denn alle diese Philosophen aus vergangenen Zeiten haben sich ja intensivst mit Religion beschäftigt und auch Wissenschaft. Das heißt, und wir haben ja das auch bis ins Mittelalterlich herein, eigentlich hat das die Neuzeit dazu geführt, dass man Religion und Wissenschaft versucht hat zu trennen. Und heute, wie wir merken, geht der Trend wieder in die andere Richtung, dass man wieder versucht, dass religiöse Führer und religiöse geistliche Menschen immer mehr das Anliegen haben, Wissenschaft mehr auch mit der Religion zu verbinden, was ja eigentlich immer der Fall war. Aber es kommt dann immer darauf an, von welcher Weisheit lassen sich auch religiöse Führer und religiöse Menschen, die dann auch wissenschaftlich arbeiten, letztendlich leiten. Das ist eine Frage, vor der Jesus auch schon gestanden ist. Und als Jesus damals vor 2000 Jahren in diese Welt kam, musste er genauso mit Traurigkeit feststellen, dass selbst im Judentum, in der Religion, in der die Propheten geredet haben, in der die Bibel, das Alte Testament, die Grundlage des Glaubens war, trotzdem eine große Verwirrung schon herrschte und auch schon sehr philosophisches Gedankengut da hineingekommen ist. Und es würde zu weit führen, wenn man versuchen würde herauszufinden, was es für Vorstellungen von der Welt und von dem Universum unter den Pharisäern und Schriftgelehrten und den Sadduzäern gegeben hat. Auch hier haben wir schon sehr bemerkenswerte Hinweise, die man finden kann. Und so wundern wir uns nicht, dass Jesus, als er in diese Welt gekommen ist, den Menschen wieder den Weg zur Wahrheit führen musste. Und wir haben ein Wort im Johannesevangelium kurz vor seinem Tod, als Pilatus Jesus die Frage stellte, warum er eigentlich in diese Welt kam oder ob er ein König ist, weil Jesus hatte davon gesprochen, dass er ein König ist und dass er auch als Judenkönig bezeichnet worden ist. Und da hat Jesus dann eben diese bekannte Aussage gesagt, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt.
Und im Vers 37 sagt dann Pilatus, spricht zu ihm, so bist du dennoch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Das ist für mich eine ganz wichtige Aussage, die mich in den letzten Jahren besonders begleitet hat. Dieses Wort Jesu, dass er in diese Welt gekommen ist mit diesem besonderen Anliegen, für die Wahrheit zu zeugen. Und man müsste sich die Frage stellen, wäre es heute wieder notwendig, dass Jesus selbst vom Himmel kommt, um für die Wahrheit in dieser Welt zu zeugen? Wenn wir, damals war es das Judentum, unter dem eine Bezeugung der Wahrheit notwendig war. Heute müsste man sich fragen, wie viel Wahrheit ist im Christentum noch erhalten geblieben? Wie viele Menschen glauben noch an dieses Wort, aus dem Jesus ja auch gepredigt hat? Und wir wissen, Jesus hat nicht seine eigene Philosophie verkündigt, sondern immer wieder hat er die Frage gestellt, wie liesest du? Was steht im Gesetz geschrieben? Immer wieder hat Jesus aus dem Alten Testament zitiert. Und wir wissen, dass Jesus auch sehr wohl aus der Schöpfungsgeschichte zitiert hat. Und wir haben Beispiele, wo Jesus sehr deutlich auf die Schöpfungsgeschichte aufmerksam gemacht hat. In Matthäus 19 zum Beispiel, wo es um die Frage der Ehe und Ehescheidung gegangen ist, da hat Jesus hier die Frage gestellt, er antwortete aber und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Weib? Das heißt, in dieser Auseinandersetzung um die Ehefrage hat Jesus einen Hinweis gegeben, wisst ihr nicht, dass der am Anfang die Welt geschaffen hat, hat sie als Mann und Frau geschaffen? Das ist auch ein Hinweis, dass Jesus also nicht an eine Entwicklungstheorie geglaubt hat, wo der Mensch dann irgendwo sich da aus dem Tierreich heraus entwickelt hat und erst später dann von Gott irgendeinen affenähnlichen Bart, der Odem eingehaucht worden ist oder die Seele eingeblasen worden ist, so wie es selbst in der Kirche gelehrt wird, sondern Jesus stellt hier die Frage, habt ihr nicht gelesen? Er geht zurück auf den Ursprung, er bezeugt hier die Wahrheit vom Ursprung. Und ich denke, Jesus hat auch durch nicht nur über den Ursprung Gottes Erklärungen abgegeben, über die Ursprung des Menschen Erklärungen abgegeben, sondern er hat auch den Ursprung über das Böse und über den Bösen seine Erklärungen abgegeben. Und ich denke, möchte dieses Thema jetzt mit einem Gleichnis weiterführen, das Jesus in Matthäus 13 besprochen hat. Ein sehr bekanntes Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen. Und wir könnten jetzt das Gute und das Böse, das in dieser Welt herrscht und in dieser Welt existiert, mit Unkraut und Weizen in Vergleich bringen. Der Weizen ein Sinnbild für das Gute und das Unkraut ein Sinnbild für all das, was in dieser Welt eigentlich zum Bösen gehört. Da hat Jesus hier dieses Gleichnis erzählt, das Himmelreich im Kapitel 13, Vers 24, wenn wir das lesen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann steht hier, er legt ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Da aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Also hier ist von einem Feind die Rede, der zu einem Zeitpunkt, wo die Leute schliefen, Unkraut in das Feld hineingesät hat, das vorher von einem Seemann, von dem Hausherrn nicht, mit Weizen besät worden ist. Also hier kam es zu einer Vermischung zwischen Unkraut und Weizen. Und da heißt es, da nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Und da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf den Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Und das ist eigentlich eine Frage, die wir jetzt hier auf unser Thema umlegen können.
wo wir als Christen die Frage stellen können, ja Herr, hast du nicht die Welt wunderbar gemacht? Hast du nicht alles vollkommen geschaffen? Woher kommt denn jetzt das Unkraut? Woher kommt denn das Böse? Das könnten wir hier mit dieser Frage in diesem Gleichnis beantworten. Und Jesus gibt auch die Antwort hier ganz klar. Er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Also was, es gibt nichts schneller, als dass der Mensch immer bereit ist, seinen Feind irgendwo zu vernichten. Und vielleicht, die Menschheit hatte ihre ganze Geschichte damit verbracht, immer wieder gewisse Feinde zu vernichten. Und wir haben aber entdeckt, dass je mehr der Mensch versucht hat, Feinde, die er sich selbst geschaffen hat, die er sich eingebildet hat, dass sie Feinde sind, dass diese Feinde immer mehr geworden sind und dass das Böse sich immer mehr ausgebreitet hat, je mehr der Mensch versucht hat, das Böse zu bekämpfen. Und das nicht nur in der Gesellschaft, sondern das ja auch in der Natur. Der Mensch hat ja auch immer mehr in die Natur eingegriffen und hat gemeint, er könnte es besser machen. Und er ist ja immer noch dabei zu meinen, er könnte es besser machen, wir könnten bessere Tomaten. Ich habe gerade heute mit meiner Frau geredet, habe gesagt, weißt du, mir kommen die Tomaten, die es inzwischen gibt, schon vor wie Äpfel. Du brauchst ein scharfes Messer, dass du überhaupt hineinkommst. Und das fühlt sich schon an, wie wenn man einen Apfel schneidet. Also was da noch alles auf den Markt gebracht wird, wo der Mensch in die Natur eingreift und wo man sich fragen muss, was wird auf Dauer vielleicht dabei herauskommen. Aber so hat der Mensch immer versucht, irgendwie zu meinen, er könnte es vielleicht doch besser als der Schöpfer. Und wenn wir heute nur allein die Katastrophen auf unserer Erde anschauen, dann wissen wir allein, wie viel allein durch Menschenhand, durch Menschenwerk an Zerstörung stattgefunden hat, dass so viel Katastrophen in dieser Welt stattfinden. Das ist inzwischen, glaube ich, schon sehr auch wissenschaftlich erkannt worden, dass vieles von dem, was auch auf dieser Erde an Katastrophen entsteht und immer mehr entsteht, hausgemacht ist von Menschenhand. Ist es möglich, dass hier Menschen von einem anderen Geist ausgegangen sind, die Wahrheit nicht mehr erkannt haben, der Wahrheit nicht mehr geglaubt haben und deshalb in ihrer Orientierung vollkommen in eine verkehrte Richtung gegangen sind? Wir haben es hier in diesem Gleichnis von zwei Seemännern, haben wir hier die Rede. Es ist eine Geschichte von zwei Seemännern. Der eine Seemann, der den guten Samen sät, und der andere Seemann, der den Unkraut sät. Wer steckt jetzt hinter diesen beiden Seemännern? Wenn wir das Gleichnis in der Deutung lesen, dann hat Jesus hier im selben Kapitel, in Matthäus 13, ab Vers 36 eine Erklärung für dieses Gleichnis gegeben. Und da sagt er hier, da ließ Jesus das Volk von sich und kam heim. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen. Das zeigt, dass hier Jesus das Gleichnis erzählt hat. Manche Leute haben ihn gehört, wie er das Gleichnis erzählt, und dann sind sie nach Hause gegangen, haben sich gar nicht interessiert, was wollten Jesus mit diesem Gleichnis eigentlich sagen. Und die anderen, die Jünger, die sind bei ihm geblieben und sind zu ihm gegangen und haben ihn letztendlich die Frage gestellt, Herr, kannst du uns das noch besser deuten? Was heißt denn das wirklich? Und Jesus hat ihnen diese Antwort gegeben. Er antwortete und sprach, des Menschen Sohn ist, der den guten Samen sät. Und wenn Jesus hier vom Menschensohn spricht, dann spricht er natürlich von sich selbst. Er hat sich als Menschensohn bezeichnet. Und er sagt hier, er ist der, der den guten Samen streut. Und das trifft zu, als Jesus damals auf Erden war. Da hat er den guten Samen gestreut. In dem Wort, in dem er das weitergegeben hat, in der Wahrheit, die er weitergegeben hat,
Und indem, dass er die Menschen versucht hat, ihnen den rechten Weg zu zeigen und das rechte Verständnis über Gott, über die Welt, über das Diesseits, über das Jenseits, alles, was Jesus hier gelehrt hat. Dann heißt der Acker, auf dem es gesät wird, das ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reiches. Das heißt, der gute Same, das sind Menschen, die von dieser Wahrheit angesprochen werden. Und das Gegenteil davon ist das Unkraut, das sind die Kinder der Bosheit. Und wir leben eben in einer Welt, wo es beides gibt. Kinder der Bosheit und Kinder Gottes. Kinder des Reiches Gottes. Und dann geht Jesus weiter und sagt, der Feind, der dieses Unkraut sät, ist der Teufel. Das ist auch eine Wahrheit, die Jesus bekannt hat. Dass das Unkraut nicht ein Zufall ist, dass das nicht von selbst irgendwo entstanden ist. Und mit diesem Unkraut deuten wir jetzt alles, was mit Bosheit und mit dem Bösen, mit Zerstörung, mit Tod und Leid und Krankheit und alles, was zerstörerisch in dieser Welt wirkt. Das kommt hier von diesem Feind, der es gesät hat. Und jetzt haben wir gesagt, die Saat ist eigentlich ein Bild für das Wort, das ausgeteilt wird, das entweder aus Menschen gute Kinder des Reiches macht oder aus Menschen Kinder des Bösen macht. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wo zum ersten Mal in der Geschichte des Universums hat Gott guten Samen gestreut, praktisch Weizen gestreut. Und da müssten wir wieder zurückgehen in die Urgeschichte. Und wir haben dieses Thema über die Sprache Gottes schon gehabt. Und ich habe darauf aufmerksam gemacht, dass ja in der Bibel die Sprache, die wir sprechen, älter ist als die Menschen selber. Die Sprache kommt von Gott. Er, der Logos, nicht von Anfang an, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und derselbe Gott, der zum Licht gesprochen hat, es werde Licht, der zur Erde gesprochen hat, dass sie Früchte hervorbringt, dass sie Pflanzen, Bäume und Sträucher hervorbringt, derselbe Gott, der durch sein Wort Himmel und Erde geschaffen hat, der auch die Lichter am Himmel, die Sterne, Sonne, Mond und Sterne geschaffen hat, der letztendlich auch die Tiere, die Blumen, die Vögel und die Fische geschaffen hat, durch sein Wort. Der hat auch zu Menschen gesprochen, von Anfang an, als er den Menschen geschaffen hat. Und es ist interessant, sich die Frage zu stellen, was waren denn eigentlich die ersten Worte, die Gott zu Menschen sprach, als er sie geschaffen hatte? Und die Antwort finden wir hier in 1. Mose 1, Vers 29 oder 28. Eine sehr interessante Aussage, als das, was offensichtlich hier als das erste Wort ist, der erste Same, wenn ihr so wollt, der in das Herz und in den Verstand des Menschen gesät worden ist. Und da sagt Gott zum Menschen, er segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer, und über die Vögel unter dem Himmel, und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Eine sehr interessante Aussage. Das Erste, was Gott den Menschen sagt, ist hier ein Auftrag, den er ihm gibt, über diese Schöpfung, die er wunderbar gemacht hat, Herrscher zu werden. Herrschen bedeutet aber in der Bibel nicht unbedingt zerstören und zu tun und zu lassen, was man will damit, sondern herrschen bedeutet verantwortungsvoll damit umgehen. Und dazu braucht aber der Mensch göttliche Weisheit.
Gott wird den Menschen wohl auch von Anfang an verständlich gemacht haben, was dazu notwendig ist, um über diese Natur herrschen zu können. Und wir können davon ausgehen, dass das auch eine Unterweisung benötigte, die Gott dem Menschen von Anfang an gegeben hat. Aber wenn wir dann weiterlesen in dieser Geschichte, dann werden wir erkennen, dass Gott den Menschen auch eine andere Herrschaft gegeben hat, wo er sich beherrschen sollte. Bevor er die Natur beherrscht und beherrschen konnte, musste er lernen, sich selbst zu beherrschen. Und diese Selbstbeherrschung können wir dort finden, wo Gott den Menschen in eine gewisse Abhängigkeit mit ihm geschaffen hat. Und wir wissen, dass Gott hier in diesem Garten Eden, in diesem ersten Garten, den er für den Menschen vorbereitet hat, ein Mustergarten, der dann ein Bild sein sollte, wie die ganze Erde geschaffen werden sollte und die ganze Erde vom Menschen bebaut und bewahrt werden sollte. In diesem Mustergarten hat Gott diese zwei berühmten Bäume hineingesetzt. Der eine Baum des Lebens und der andere der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und von diesem Baum, sagt Gott in 1. Mose 2, da gebot der Herr, im Vers 15 lesen wir, und Gott der Herr nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Das ist auch ein Same, der in das Herz des Menschen gesät worden ist. Eine Warnung und gleichzeitig eine Orientierung, die der Mensch bekommen sollte. Du darfst von allen Bäumen essen. Die ganze Welt gehört dir. Alles, was Gott geschaffen hat, was da an Früchten auf den Bäumen wächst, du kannst dich ernähren, eine Vielfalt von Dingen, aber von einer Frucht, von einem Baum sollst du nicht essen. Und es geht hier nicht nur um diesen Baum in dieser Geschichte, sondern es geht letztendlich um diesen Gehorsam, der da dahinter steckt. Gott sagt, pass auf, tu das, was ich dir sage. Das war Weizen, der in das Herz des Menschen gesät worden ist. Eine Orientierung. Und die Frage stellt sich, hat das, was wir hier gelesen haben, hat das etwas mit Religion zu tun? Und ich denke, die Frage ist einfach zu beantworten. Wenn wir fragen, wir leben heute in einer Welt von einer Vielfalt von Religionen. Und soweit wir zurückgehen können in die Geschichte der Menschheit, werden wir merken, es gibt eine Fülle von Religionen, die es immer wieder gegeben hat. Fast jedes Volk hat sich eine eigene Religion gemacht. Und man müsste sich die Frage stellen, wie kam es dazu, dass es so viele verschiedene Religionen geben konnte in der Weltgeschichte? Und irgendwo muss das ja einen Beginn haben. Es muss ja irgendwo begonnen haben. Und wenn wir an die Bibel glauben, dann hat es ursprünglich, als Gott hier zu den Menschen gesprochen hat, eine einzige Religion gegeben. Aber was ist das für eine Religion gewesen? Heute würde man sagen, ja, das ist Hinduismus, Buddhismus, alles Religionen, nicht? Dann gibt es die heidnischen Religionen, die Azteken haben ihre Religionen gehabt, die Mayas, wir haben im Christentum verschiedene Religionen. Was wir heute unter Religion verstehen, ist vielleicht nicht das, was ursprünglich unter Religion verstanden wurde und was wir unter Religion verstehen können. Der Begriff Religion ist ja eigentlich etwas, was man gar nicht so richtig deuten kann, aber beschrieben wird damit nichts anderes als die Beziehung des Menschen mit seinem Gott. Und das, was wir hier am ersten Blatt der Bibel lesen, das ist nichts anderes gewesen, als dass Gott hier mit den Menschen kommuniziert hat. Er hat ihnen Weisungen gegeben, er hat versucht, den Menschen, den er geschaffen hat, die Fähigkeit zu verleihen,
die Welt zu beherrschen und das Richtige zu tun, um das Leben, das da geschaffen wurde, zu erhalten und es zu genießen und in Glück und Freude zu leben. Und dazu war es notwendig, dass der Mensch eben auf die Stimme Gottes hört, dass er diesen Weizen in sein Herz sich sehen lässt. Aber bei dieser Religion ist es nicht geblieben. Im Kapitel 3 lesen wir hier die Geschichte von einem anderen Seemann. Ich möchte das mit diesem Gleichnis hier in Verbindung bringen. Gott als der erste Seemann, der den Menschen, die das Richtige in sein Herz sehen wollte, die richtige Orientierung geben wollte. Und dann auf einmal taucht ein anderer Seemann auf. Und hier zum ersten Mal begegnen wir dieser anderen Stimme in Kapitel 3, die hier mit einer Schlange in Verbindung gebracht wird. Da geschieht plötzlich ein Wunder. Eva geht da durch den Garten, kommt in die Nähe dieses Baumes, von dem ihr Gott gesagt hat, dass sie davon nicht essen sollte. Und genau von dort her kommt eine Stimme. Und diese Stimme ist für Christen natürlich sehr bekannt. Wir haben das schon oft und oft gelesen. Schauen wir es einmal von dieser Seite her. Da wird jetzt Same gestreut, ein anderer Same, Unkrautsame. Und das sieht gar nicht so gleich nach Unkraut aus. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Hat Gott wirklich gesagt? Einfach ein Zweifel, der hier in das Herz Evas gesät worden ist. Unkraut, es hat mit Unkraut etwas zu tun. Aber ein Zweifel muss ja noch nicht unbedingt etwas Verkehrtes sein. Man muss nur wissen, was macht man in einem Zweifel. Und Eva hätte hier die Möglichkeit gehabt, wenn da jetzt schon jemand kommt und da das Ganze in Frage stellt, ja, so hat Gott wirklich gesagt, dann kann man sich ja noch vergewissern, ja, war das wirklich so? Aber das war in dem Fall eigentlich für Eva gar nicht notwendig, denn sie wusste, dass Gott das tatsächlich gesagt hat. In der Antwort lag es ja drinnen, da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie nicht an. Dass Eva war sich also gewiss, was Gott gesagt hat. Bis dahin hat sie sich noch ganz klar erinnern können, was Gott hier für ein Gebot gegeben hat. Aber dann kommt die andere Stimme, da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sehen wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Hier zum ersten Mal hat das menschliche Ohr eine andere Stimme gehört als die, die von Gott gekommen ist. Und hier zum ersten Mal ist dem Menschen eine Lüge ausgesprochen worden, die genau das Gegenteil gesagt hat von dem, was Gott gesprochen hat. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Wo wohl Gott gesagt hat, du wirst, wenn du das machen wirst. Das heißt, hier stehen wir vor der Frage, Tod oder Nicht-Tod, Tod oder Leben. Wer hat recht? Wer wird den Tod ins Leben rufen? Der Mensch hat es hier offensichtlich in der Hand. Ab wann Tod und Zerstörung, Leid und Elend und alles in diese Welt kommen sollte? Von dieser Frage hing es jetzt ab, von dieser Situation hing es hier ab. Eine andere Stimme, die plötzlich spricht, eine neue Religion, die daraus natürlich entstanden ist. Denn der Mensch, wie wir es lesen hier, Eva zunächst einmal, hat auf diese Stimme gehört und ist hier eine neue Religion, das heißt eine neue Beziehung eingegangen zu einer anderen Quelle der Weisheit. Und was dabei herausgekommen ist, das ist der Rest der Bibel. Wir haben hier am Beginn der Bibel sehr schnell die Schöpfung und gleich am nächsten Blatt praktisch schon der Sündenfall und damit der Beginn von Tod, Zerstörung, Elend und all das, was sich daraus entwickelt hat.
so nahe daran. Man muss sich die Frage stellen, und man könnte sich die Frage stellen, wir werden das vielleicht später mal machen, wenn wir diese Sündenfallgeschichte noch näher anschauen, kann man sich die Frage stellen, wie lange war denn der Mensch in diesem Glück im Paradies? Wie lange hat das gedauert? Wenn wir den biblischen Bericht genau lesen, werden wir drauf kommen, dass es eigentlich sehr schnell ging, dass der Mensch gegen Gott sündigte und diesen Konflikt sich in diesen Konflikt eingelassen hat. Alles, was sich hier auf Erden abspielt, ist letztendlich die Auswirkung dieses Konflikts, der damals im Paradies stattgefunden hat. Es ist letztendlich ein Konflikt zwischen wahrer Religion und falscher Religion, der hier im Paradies begonnen hat. Und biblisch gesehen, wenn wir die Frage stellen, woher kommt denn dieses Leid? Warum gibt es dieses Leid, dieses Elend, diese Zerstörung in dieser Welt? Dann gibt es hier eine ganz einfache Antwort. Es ist aus einer Stimme gekommen, aus einem Konflikt gekommen, wo der Mensch nicht mehr gewusst hat, wem soll er gehorchen, der einen Stimme oder der anderen Stimme. Und offensichtlich war die Stimme des Gegenspielers hier stärker und mächtiger und einflussreicher als die Stimme Gottes. Und es sieht so aus, als würde diese Welt bis heute dieser Stimme des Gegenspielers mehr Gehör schenken als der Stimme Gottes. Denn wenn die Bibel Gottes Wort ist und wenn wir davon ausgehen, dass hier wirklich Gott zu den Menschen gesprochen hat, dann müssen wir uns fragen, wie viel von den Menschen, die heute auf dieser Erde leben, sind bereit, der Stimme dieses Buches Gehör zu schenken und damit der Stimme Gottes Gehör zu schenken? Und wie viele Menschen sind bereit, dieses Buch ständig in Frage zu stellen? Und wenn wir allein in unser christliches Abendland hineinschauen, in unsere christlichen Religionen, dann muss man sich fragen, wie oft wird hier immer wieder die Frage gestellt, hat Gott wirklich gesagt? Stimmt das wirklich, was in der Bibel steht? Und allein in diesem Konflikt mit der Evolutionstheorie, dass die ganze Christenheit praktisch genauso mit eingefangen hat, ein Großteil der christlichen Welt, der nicht mehr glaubt, dass was hier steht, dass der Teufel der Urheber alles Bösen ist und der letztendlich Tod und Zerstörung in diese Welt, in diesen ganzen Kosmos gebracht hat, dass man das heute nicht mehr glaubt, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Welt eben so aussieht, wie sie heute aussieht. Und wir werden in unserem nächsten Thema, ich möchte heute hier das Thema zum Abschluss bringen mit diesem Gedanken, wir werden uns das nächste Mal in unserem Thema etwas näher mit dieser Sündenfallgeschichte beschäftigen und sie noch einmal ganz neu betrachten. Denn es gibt auch in Bezug auf diese Sündenfallgeschichte sehr bemerkenswerte Traditionen. Auch hier ist es offensichtlich Satan gelungen, seine Geschichte, seine wahre Geschichte vor den Menschen zu verbergen. Irgendwo muss es Satan daran gelegen haben und muss es für ihn wichtiger sein, dass seine Geschichte und das, was er in dieser Welt durch sein Wort angerichtet hat und durch seine Weisheit in dieser Welt vermittelt hat, dass seine Geschichte nicht deutlich verstanden wird. Und deshalb ist es meines Erachtens wichtig, dass wir diese Sündenfallgeschichte, wie sie wirklich begonnen hat und wie sie wirklich in der Bibel dargestellt wird und vor allen Dingen dann auch die weiteren Folgen, dass wir sie uns genauer anschauen und uns auch von den Traditionen, die es dahinter gibt, irgendwo lösen. Es wird darum gehen, besser und besser zu lernen, was ist Weizen und was ist Unkraut? Was ist die Stimme Gottes? Und was ist die Stimme des Bösen? Und dass das Ganze nicht ohne Auswirkungen bleibt, das zeigt uns die Welt, in der wir heute leben.
Und wir gehen nicht einer Zeit entgegen, wo die Wahrheit mehr und mehr gefragt ist, sondern wo sich mehr und mehr Irrtum in dieser Welt ausbreitet. Und deshalb glaube ich, dass solche Bibelabende, wie wir sie hier auch über diesen Weg gestalten, auch ihre Bedeutung haben und dass wir nicht genug uns mit diesem Wort Gottes beschäftigen und Gott immer wieder die Frage stellen, Herr, was kommt von dir und was sollten wir eher meiden als Erkenntnis und als Weisheit. In diesem Sinne möchte ich mich wieder für heute verabschieden. Hoffe, es waren wieder einige Gedanken dabei, die uns weiterführen und die helfen können, diesen Konflikt zwischen Gut und Böse von dieser Seite her zu betrachten, dass wir hier mal eine Grundlage schaffen, wie wir mit diesem Thema dann noch weiter umgehen können. Gott helfe uns, segne euch alle, die ihr auch eure eigenen Gedanken euch macht und diese Themen noch weiterdenkt und hoffe, dass wir uns am nächsten Donnerstag wieder sehen und wieder hören. Ich habe gemerkt, dass ich natürlich auch heute wieder nicht im Chat irgendwo drinnen bin, aber Jürgen ist inzwischen wahrscheinlich heute schon angekommen, sollte schon irgendwo jetzt einmal an die Haustür klopfen und ja, wir werden schauen, ob wir wieder dieses Problem auch technisch weiterlösen können. Jedenfalls möchte ich noch ein Gebet mit euch sprechen zum Abschluss dieser Betrachtung heute Abend. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar, dass du uns auch heute durch dieses Thema geführt hast. Wir haben erkannt, wie sehr es Satan gelungen ist, eine Verwirrung zu stiften, Unwahrheit in die Welt zu setzen, Menschen auf eine ganz andere Fährte zu führen, als das, wie du es uns in deinem Wort vermittelt hast. Wir sind dir dankbar, dass du uns dieses Wort trotzdem erhalten hast, obwohl es auch in der Geschichte einen großen Kampf gegen dieses Buch der Bücher gegeben hat. Wir wollen dich bitten, dass wir weiterhin an diesem Buch festhalten, dass wir immer wieder auch Zeit finden, nach dieser Wahrheit zu suchen, diesen Samen, den du gestreut hast, auch in unserem eigenen Leben aufgehen zu lassen. Und lass uns klar erkennen, was Unkraut und was Weizen auch in unserem persönlichen Denken ist. Und schenkt uns immer wieder die Weisheit von oben durch deinen Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen, der diese Sendung auch gehört hat und auch weiterhin hören wird, segnest und dass du viele Menschen noch ansprichst und dass sie auch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie du es uns durch dein Wort vermittelt hast. Hab Lob und Dank, dass du uns auch jetzt weiterhin geleiten möchtest. In Jesu Namen. Amen. Gut, damit verabschiede ich mich für heute und ich hoffe, dass es euch allen gut geht und ihr auch weiterhin Freude am Wort Gottes habt. Gott segne euch und auf ein Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.